wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Video aus dem Bereich der Vektoren mit dabei. Ganz konkret geht es heute darum, wie du die Geschwindigkeit eines Objektes berechnest. Für dieses Video habe ich dieses Beispiel hier vorbereitet. Es geht um ein Flugzeug. Dasselbe funktioniert aber genauso mit einem, zum Beispiel mit einem Heißluftballon oder mit einem Fisch oder mit einem Hai oder so. Da gibt es ja ganz viele Variationen. Auf jeden Fall mit irgendwelchen Dingen, die sich mit konstanter Geschwindigkeit geradlinig bewegen. Und hier, dieses Flugzeug in dem Fall startet in diesem Punkt, ist 2 Minuten später in diesem Punkt. Und hier besteht die Aufgabe darin, dass wir die Geschwindigkeit in km/h berechnen sollen. Ja, und falls dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns nach dem kurzen Intro wieder. So, hier geht es also um das Flugzeug, welches hier startet, wie gesagt, und 2 Minuten später hier ist. Und wenn wir jetzt die km/h berechnen wollen, brauchen wir erst einmal einen Vektor, der von dem Startpunkt zu dem zweiten Punkt hinführt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, hier haben wir Punkt A, hier haben wir Punkt B. Das erste, was wir brauchen, ist dann dieser Vektor, der im Startpunkt anfängt und zum zweiten Punkt geht. Kurz gesagt, wir brauchen den Vektor AB. Und du weißt, AB berechnet man, indem man B minus A rechnet. Hier ist es dann also 15, 7, 1 minus 10, 1, 0,8. Das Ganze einmal koordinatenweise oder zeilenweise ausgerechnet. 15 minus 10 ist 5, 7 minus 1 ist 6, 1 minus 0,8 ist 0,2. Jetzt haben wir also diesen Vektor gebildet. Eine Geschwindigkeit ist dann immer der Betrag dieses Vektors. Betrag ist ja die Länge. Das heißt, wir brauchen jetzt im Endeffekt die Länge von diesem Vektor. Wir berechnen also den Betrag von diesem Vektor AB. Da weißt du ja sicherlich, dass man sich hierbei mit der Wurzel behilft und dass man jede Koordinate für sich zum Quadrat nimmt, diese plus rechnet und daraus dann die Wurzel zieht. Hier in dem Fall also unter der Wurzel 5 zum Quadrat plus 6 zum Quadrat plus 0,2 zum Quadrat. Wenn du das dann ausrechnest, dann bist du erst einmal bei 25 plus 36, 0,2 mal 0,2 ist, ich rechne 2 mal 2, das ist 4 und ich weiß, mein Ergebnis wird 2 Nachkommastellen haben, also 0,04. Wenn du das in den Taschenrechner eintippst, dann solltest du ungefähr, ich meine mich erinnern zu können, auf 7,81 Kilometer pro 2 Minuten kommen. Achte hier bitte darauf, dass du ja deine Einheit gegeben hattest nach 2 Minuten. Das heißt, jetzt weiß ich, dass er so und so viele Kilometer in 2 Minuten macht. Wenn jetzt deine Aufgabe einfach nur ist, wie viele Kilometer macht er denn oder wie viele Kilometer pro Minute fährt er, dann würdest du das sicherlich durch 2 teilen. Jetzt muss ich das Ganze aber in die Stunden umrechnen. Meine Erkenntnis war 7,81 Kilometer in, das kannst du gerne mit so einem kleinen verkürzten Dreisatz machen, in 2 Minuten. Naja, was will ich denn wissen? Ich will eine Stunde wissen. Ja, und eine Stunde sind ja nun mal 60 Minuten. Das wiederum heißt, dass ich diese 2 Minuten oder diese Kilometeranzahl sicherlich mal 30 nehmen muss. So, mal 30. Denn dann kriege ich natürlich die Kilometer pro Stunde raus, nämlich die Kilometer in 60 Minuten. Da muss ich einmal ganz kurz gucken. Das sind dann 243,3 Kilometer in der Stunde. Und das ist dann natürlich auch das gesuchte Ergebnis. Ich hoffe, dass dir das kleine Video geholfen hat, dass du jetzt weißt, wie man die Geschwindigkeit eines Objektes berechnet. Quasi erster Schritt den Vektor dazwischen, zwischen Anfangspunkt und Endpunkt berechnen, danach die Länge berechnen, danach das Ganze noch an deine jeweilige gesuchte Einheit sozusagen anpassen. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.